I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben um 10 Uhr 21 Grad. Die Sonne scheint zwar nicht, aber das ist wahrscheinlich sogar ganz angenehm. Und wir haben heute den 28. Oktober. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Runde ans Meer. Einmal gucken, ob es heute Wellen gibt. Gestern waren ja leider keine da. Genau, wir schauen mal. Jetzt sieht man einmal den Stellplatz. Da fährt der Bäckerwagen. Der kommt hier wohl täglich zwischen 9:30 und 10:00. Ein paar Meter die Straße entlang. Einmal hier durch die vorderste Häuserzeile durch. Und schon ist man direkt am Atlantik. Und zwar mit Strand. Ebbe. Die Ebbe kommt. Hier dürfte bei Flut kein Strand mehr sein. Wir sind jetzt hier übrigens auf einem Wanderweg, der geht bis zum Strand der Kathedralen, wo wir ja gestern waren. Müssten so 9 Kilometer sein. Den gehen wir zum einen kleinen Stück und dann gehen wir aber auch erstmal zurück zum Baden und frühstücken in Ruhe. Genau. Testen wir mal, ob die Duschen hier noch eingeschaltet sind. Wenn wir gleich baden gehen. Okay, das Wasser geht. Ist übrigens hier ein Surferstrand. Jetzt geht's los. Die ersten Versuche. Na, eigentlich die zweiten. Bei den ersten haben wir ja schon aufgegeben, weil die Wellen doch ein bisschen zu hoch waren. Ja. Hier sieht es jetzt recht harmlos aus. Wir versuchen es mal. Das ist aber auch, glaube ich, gerade Ebbe. Ja. Wenn es gut aussieht, zeigen wir es. Dann sieht man, wie tief es hier ist. Zwei Surfprofis am Berg. Wir müssen dazu sagen, wir haben die Boards nicht danach gekauft, was für Anfänger geeignet ist, sondern was in unser Wohnmobil passt. Ganz genau, die passen richtig schön hinten noch in die Karaffe. Ja, sind nur keine Anfängerboards. Genau. Wir haben Spaß. Und wir werden ja in diesem Urlaub noch. Guten Morgen. Wir sind heute schon ganze 10 Kilometer gefahren. Von diesem schönen Stellplatz in Barreiros, wo wir die letzten 2 Tage waren und das schöne Wetter genossen haben, sind wir jetzt nach Fots oder Futz, wie auch immer man das ausspricht, gefahren und stehen hier in erster Reihe direkt am Hafen. Und im Moment ist Ebbe und so hat man einen herrlichen Blick in die Lagune hinein. Ja. Und heute Nacht kam schon der angekündigte Regen. Davon soll heute noch mehr kommen. Wir nutzen jetzt mal eine Regenpause und gehen hier mal ein Stück. Wir stehen hier als Einzige falsch rum.
Aber wir haben halt auch hinten die Sitzgruppe und gucken hinten raus. Einmal der Blick zum Hafen und da hinten ist der Stellplatz. Wirklich toll gelegen. Mit VE und das Ganze kostenlos. Auch hier gibt es wieder einen richtig schönen weißen Sandstrand. Sieht jetzt natürlich bei dem grauen Himmel nicht ganz so schön aus. Eindeutig Ebbe. Wir gehen jetzt hier diesen tollen Wanderweg an der Küste entlang. Ist wirklich richtig schön angelegt. Der Radweg im Übrigen auch zweispurig. Wir gehen hier lang. Schaut euch mal diesen Wanderweg an. Ist das nicht ein Traum? Und überall Aussichtspunkte und Bänke. Jetzt noch ein paar letzte Bilder. Der Regen hat uns eingeholt. Wir gehen jetzt mal zurück. Es soll heute auch eigentlich nicht mehr aufhören zu regnen, aber schaut euch das an. Und so sieht es hier jetzt aus, wenn die Flut da ist. Hier ist morgen eine Veranstaltung. Die ganze Zeit werden hier solche Autos hergebracht und hergefahren. Mal sehen, wie die Nacht wird. Es wird jetzt bereits wieder hell und man hört vielleicht die Geräuschkulisse, die wir hier die gesamte Nacht hatten. Wir sind jetzt in San Cibrao. Genau. Eigentlich wollten wir auch noch etwas in Furz bzw. Furz stehen bleiben. Da zeichnete sich gestern Abend dann aber schon ab, dass da eine Veranstaltung ist. Und heute Nacht und heute Morgen haben wir dann auch gemerkt, was es ist. Ein Autorennen für Offroader und Quads und Motorräder. Ja, die Anmeldung begann erst gestern Abend. Sie ging die ganze Nacht und es mussten natürlich etliche Probefahrten durchgeführt werden, alle am Stellplatz entlang. Und die Veranstaltung geht bis Sonntagabend. Heute ist Samstag. Wir sind dann heute Morgen im strömenden Regen dort weggefahren. Auch wenn der Platz wirklich richtig toll war. Man hatte direkten Blick in die Hafenmole. Ja, eigentlich sowas, was wir bei Regen auch gerne mal anfahren. Aber nicht in der Lautstärke. Und das wäre ja die nächsten mindestens eine Nacht nicht ruhiger geworden. Zumal abends, also Samstagabend, dann auch noch Tanz gewesen wäre. Also schön laut Musik wahrscheinlich. Vermutlich. Insofern sind wir jetzt einen Ort weitergefahren und haben hier einen Stellplatz gekriegt, wieder direkt am Wasser. Also der toppt den letzten Stellplatz nochmal bei weitem und vermutlich ist der auch ruhiger. Da gehen wir mal von aus, weil lauter geht es ja auch nicht. Nein, nicht wirklich. Und jetzt werden wir uns mal San Cibrao angucken. Man sieht schon einen Leuchtturm. Der Ort oder der alte Ortskern liegt wohl auf so einer kleinen Mini-Halbinsel. Das sieht alles ganz nett aus. Und dann gehen wir jetzt mal los. Hier jetzt der Blick hinterm Stellplatz, quasi aus unserem Fenster raus. Zum Leuchtturm und zu der Bucht. Ja, da wir jetzt zur Mittagszeit hier sind, haben wir natürlich auch wieder Ebbe.
Das ist jetzt hier einer der Strände. Sieht bei Ebbe nicht ganz so schön aus. So sieht der Stellplatz jetzt nicht ganz so attraktiv aus. Aber irgendwie sieht man von den ganzen Gebäuden vom Stellplatz aus gar nichts. Wir gehen jetzt einfach mal weiter bis zum Leuchtturm. Sind noch 450 Meter. Da ist er nun, der Leuchtturm Punta Atalaya. Hier ist noch ein Aussichtspunkt, eine Aussichtskanzel. Da gehen wir jetzt mal rauf. Das sind verrostete Metallplatten. Hört sich alles ein bisschen gediegen an. Hoffentlich hält das. Da sind wir nun an der alten Salzfabrik. Die gibt es hier übrigens deswegen, weil hier damals die Pökelindustrie besonders wichtig war. Die Sardine war hier der Hauptfisch, der gepökelt wurde. Von Juni bis Januar. Jetzt haben wir hier einmal quasi den Ort und das Hafenbecken umrundet. Und nun wird schon wieder ganz schön dunkel. Wir werden mal zusehen, dass wir jetzt zurückkommen, ohne nass zu werden. Genau, wir hoffen, dass wir im Trockenen zurückkommen. Ja, ist aber, glaube ich, jetzt noch eine ganze Ecke, die wir schnellen Schrittes zurückgehen sollten. Dort vorne sitzt die Sirene, der hier jedes Jahr ein Fest geweiht ist. Denn der Legende nach ist sie entweder gut oder böse. Und das wird jedes Jahr bei diesem Fest neu entschieden und gefeiert. Und sie heißt Marozaina. Der Legende nach gibt es an der Küste vor San Gibrao eine Unterwasserburg, in der die Meerjungfrau Marozaina lebt. Die Bewohner der Seefahrergemeinde sind sich nicht einig über den Charakter und die wahren Absichten der Marozaina. Einige sagen, dass die Meerjungfrau gut ist und dass sie ihre Weisheit einsetzt, um Seeleute vor Stürmen zu warnen. Andere sagen, dass sie eine schöne Nymphe mit dem Körper einer Frau und dem Schwanz eines Fisches ist, die neidisch auf die Frauen der Seeleute ist. Und deshalb lockt sie mit ihrem verführerischen Lied Seeleute an, damit diese sich auf See verlieren und ihre Tage in ihrer Gesellschaft verbringen. Magisch angezogen, wie das Sirenen nun mal so in sich haben. Ah, jetzt sieht sie doch ein bisschen unheimlich aus. Sieht von hinten doch mehr wie eine Meerjungfrau aus. Die Marozaina. Auf jeden Fall bewacht sie die Hafeneinfahrt. Hat sie mich wieder rausgelassen? Ja, sie hat mich aus ihren Fängen wieder herausgelassen. Nun ist es ein paar Stunden später. Die Flut ist wieder gekommen. Und mit der Flut ist die Sonne gekommen. Der Himmel ist strahlend blau über uns. Und das müsst ihr euch jetzt einmal angucken. In unserem nächsten Video
nehmen wir euch mit zum nördlichsten Punkt Spaniens, dem Faro de Bares und den zweithöchsten Klippen Europas, die wir versuchen, mit dem Fahrrad zu erklimmen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und senden euch bis dahin ganz liebe Grüße aus Spanien. Oh.